Hallo allerseits, ich möchte heute über die Wahl in den USA sprechen. Ihr wisst, am 3. November, Dienstag, 3. November, findet dort die Präsidentschaftswahl statt. Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, Trump, der, denke ich, zu Recht sehr viel Leute auch wütend macht. Den Joe Biden für die Demokraten als Gegenkandidat. Ich will jetzt gar nicht so viel über die Kandidaten reden, sondern über die Wahl selbst. Weil man hört ja im Vorfeld sehr viel, dass zum Beispiel von Trump, dass er diese Wahl gar nicht anerkennen wird im Nachgang. Es gibt Artikel in der New York Times, die davon reden, dass es möglicherweise einen Bürgerkrieg geben könnte im Anschluss an die Wahl. Also noch nie in der Geschichte, glaube ich, der US-amerikanischen Wahlen war die Frage, ob es am Ende eine freie und faire und dann auch anerkannte Wahl geben wird, so unsicher wie jetzt. Ich habe mich angemeldet bei der OSZE als Wahlbeobachter. Man muss einfach wissen dazu, dass die OSZE, die besteht ja aus 57 Staaten, darunter auch die USA, die meisten europäischen Staaten, dass die OSZE vor einigen Jahren beschlossen hat, die Wahlen in den USA genauso zu behandeln wie die Wahlen in Russland. Ich finde das eine Entscheidung, die ich sehr begrüße. Und eigentlich sollten 400 Langzeitwahlbeobachter in die USA fahren, genauso wie das in Russland die Regel ist. Also 400 Wahlbeobachter, die sozusagen vom Apparat von ODIHR, das ist eine Struktur der OSZE, gestellt werden. Das ist jetzt reduziert worden auf 30 Wahlbeobachter statt 400 wegen Corona. Das Problem war, dass viele Mitgliedstaaten gar nicht zur Verfügung gestellt haben, eigene Wahlbeobachter aus ihren Ländern. Das funktioniert ja so, dass die einzelnen Staaten bestimmte innerstaatliche Strukturen haben, wo Pools gebildet werden von Wahlbeobachtern. In Deutschland ist das das ZIF, Zentrum für internationale Friedensförderung, glaube ich, heißt das. Da kann sich eigentlich auch jeder letztlich bewerben und so eine Ausbildung machen und in diesen Pool hineingehen. Also es gibt nur 30 in den USA und zusätzlich wird die Parlamentarierversammlung der OSZE, wo ich Mitglied bin, hier im Bundestag von der Linken zusammen mit Evrim Sommer, diese Parlamentarierversammlung wird auch Wahlbeobachter schicken. Und so wie es aussieht, wollen aus dem Bundestag hier 7 Abgeordnete fahren. Ich bin dann einer davon. Ich wäre dann der einzige von der Linken. Ich finde das total wichtig, dass möglichst viele Leute fahren, weil ich halte das für eine historische Wahl. Es ist aber im Augenblick auch noch in der Debatte. Die meisten Fraktionen wollen das, außer der AfD. Aber es ist natürlich ein Risiko, weil wegen Corona, USA ist Risikogebiet und man muss das natürlich abwägen. Ich bin der Meinung, dass diese Wahl so wichtig ist und dass man natürlich unter Einhaltung aller Schutzvorkehrungen das wirklich machen sollte, dahin fahren sollte, weil je mehr Wahlbeobachter dort sind, desto besser. Ich habe in der Vergangenheit viele Wahlen beobachtet, meistens in Europa, ob in der Türkei, in Russland, in Belarus auch oder in Kasachstan, in Kirgisistan, in Mazedonien und so weiter und so fort. Für mich wäre das erste Mal, dass ich in die USA fahre. Aber wie gesagt, ich halte das eben im Augenblick für ausgesprochen wichtig. Ich habe auch die Liste mir schon mal angeschaut. Sind die Listen der sowohl der Parlamentarier, die fahren sollen, als auch der OSZE-gestellten Wahlbeobachter, der Nichtabgeordneten. Ich plane zunächst nach Washington zu fahren und dann von Washington nach North Carolina an der Ostküste, weil North Carolina ein Swing State ist, also ein Staat, wo es auch darum geht, letztlich
wo es 50-50 steht, ob Trump oder Biden gewählt werden. Was ich auch möchte, ist eigentlich genauer zu verstehen, auch vielleicht mit kritischem Blick zu verstehen, das Wahlsystem in den USA. Ich habe gehört, dass es auch etliche Staaten dort gibt, die keine Wahlbeobachter zulassen. Das ist, wenn das stimmt, ist das auch eigentlich skandalös. Es gibt eigentlich keinen europäischen Staat, der prinzipiell keine Wahlbeobachter zulässt. Und ja, ich hoffe auch viel zu lernen, Zeitzeuge zu sein dort. Und ich würde dann auch gerne berichten, was ich beobachte. Und zum Schluss nochmal kann ich nur an das erinnern, was Bernie Sanders gesagt hat. Er sagt, das wird die wichtigste Wahl in der Geschichte der USA. Und dem kann ich mich nur anschließen und möchte durch meine Teilnahme an der OSZE-Delegation auch dazu beitragen, dass es auch freie und faire Wahlen werden und dass sie dann auch anerkannt werden, wenn sie frei und fair waren.